Was ist bei meiner Schülerin passiert? Als New Age-Seele, das heißt eine Seele mit nur wenigen Inkarnationen, hat sie noch die Seelenidentifikation nach oben hin zu Musubi gehabt. Also von der Seelenebene aus nach oben hin zu Musubi, zum universellen Ganzen. Das liegt daran, dass sie von der Seele aus, also wenn man das mit Märchen sieht, von Schneewittchen aus, horizontal bis hin sogar nach oben zu Musubi orientiert war und nicht ins Irdische hinein. Im Grunde genommen hat sie als Seele entweder schon gleich zum Anfang erfahren oder zumindest erkannt, dass es diesen schwarzen Rahmen gibt, in den man sich hineinbegibt, wenn man hier im Irdischen ja gut überleben will und eben nicht hier so malträtiert und umgebracht werden soll. Das heißt, sie ist einerseits oben mit ihrer Identifikation und noch mit ihrem tollen Zugang hin zu Musubi geblieben und andererseits hat sie ihr irdisches Leben im schwarzen Rahmen und da noch nicht mal jetzt hier oben im Weiblichen, sondern gleich unten im Schloss geführt. Also im Grunde genommen kann man sagen, dieses ganze Weibliche hat sie da vorsichtshalber geschickt oder aufgrund schon von schlechten Erfahrungen ausgelassen und hat sich dann gleich in dieses Schloss unter den König begeben. Das ist typischerweise bei inneren Mann-Persönlichkeiten der Fall, also New Age-Seelen als innere Mann-Persönlichkeiten. Die haben manchmal so diese doppelte Orientierung, noch seelisch nach oben hin und unten im Schloss. Das ist nun aber nicht das Ziel, denn sie soll jetzt hier nicht dieses weibliche, also kollektiv als Stiefmutter des alten Zeitalters vermeiden, sondern das soll geheilt werden und wieder zu einer gesunden Verbindung werden. Und deswegen soll sich die Seele als zarter weiblicher Übergang hin zum Weiblichen orientieren. Das heißt, Schneewittchen und die Königin sollen wieder verbunden werden. Und dann sollen sie sich mit dem Schloss, mit dem König verbinden und hier im Irdischen konstruktiv etwas gestalten. Also von ganz oben aus, von Musubi über seelisch, über das Weibliche bis hin zu irdisch, einschließlich dem Männlichen. Und deswegen hat meine Schülerin jetzt diese Übungsaufgabe, sich um diesen Übergang von Schneewittchen zu Königin zu kümmern. Das heißt, ihr Schneewittchen, ihre Seele soll jetzt auf das Irdische bezogen, und zwar auf das weiblich-irdische bezogen, auf die Königin bezogen, mit dieser liebevoll verbinden und über das Gefühl wahrnehmen. Das heißt, die Seelenliebe soll ins Irdische fließen, zu der Königin hin und dann natürlich auch zu den anderen Persönlichkeitsanteilen. Und damit sie diese Richtungsänderung überhaupt hinbekommt, wurde ihr jetzt vorübergehend der Zugang zu Musubi sozusagen gesperrt. Sonst würde es ihr ja da oben gut gehen und sie würde wahrscheinlich nicht genug auf die Idee kommen, nach unten hin zu verwirklichen und zu gestalten. Und die Seelen sollen im Irdischen gestalten. Es geht nicht darum, dass sie da oben drüber schweben, sondern von seelisch zu irdisch gestalten oder von Musubi zu irdisch gestalten, je nachdem, um welche Aufgabe es sich handelt. Also bei Musubi Planaufgaben setzt das Ganze bei Musubi an, bei anderen Aufgaben beginnt die Gestaltung seelisch, aber immer seelisch zu irdisch und nicht, wir haben oben eine Seele und wir haben unten ein Schneewittchen im Schloss, ja vielleicht sicher, aber auch gefangen und eben untergebuttert. Also das ist die Lernaufgabe und deswegen spricht meine Schülerin auch von dem Gefühl. Die Lernaufgabe ist, von seelisch, von Schneewittchen, sich mit dem Weiblichen, mit der Königin zu verbinden. Mit dem Gefühl, davon spricht sie, mit dem Gefühl zu verbinden und dann die Impulse, die vom Seelischen aus oder von Musubi aus angesetzt kommen, bis ins Irdische hinein, weiblich erfahren, verbinden und dann konkret im Irdischen umsetzen. Darum geht es und deswegen hat sie jetzt diese Lernaufgabe, die Impulse jetzt auch in dieser weiblich verbundenen Form zu bekommen. Vorher hat sie oben die seelischen Impulse erfahren, das, also da noch und noch.
Und im Schloss mit der Seele gar nichts mehr. Und jetzt ist hier oben das sozusagen gesperrt worden und im Schloss empfindet sie gar nichts. Deswegen ist sie gleich von 100%igen Musubi-Kontakt zu Null gewechselt. Und nun geht es darum, dass sie diesen ursprünglich mal 100%igen Musubi-Kontakt wiederherstellt, aber jetzt in dieser irdisch orientierten und mit der Königin verbundenen Form. Das wird in anderer Form sein, als sie es bisher kennt, aber noch viel wertvoller als zuvor, weil das ganze Gefühl mit einbezogen ist. Und das fühlt sich viel schöner an, als nur ein Teil davon, nämlich der Teil, der ganz oben ist. Durch die Gefühle entsteht die Freude, die Seelenliebe wird verstärkt und intensiviert